Irgendwelche Fragen noch zu gestern? Ja. Das ist eine Zusammenfassung von Febo und eine Vereinfachung. Er verwischt aber ein bisschen das Innen und Außen, oder? Was er bei der ersten Sache doch sehr differenziert hat. Ja, ich glaube, er macht hier, wie wir gestern gesagt haben, hauptsächlich die inneren Sachen. Ja, die äußeren Sachen, die würden es mehr fehlen, als diese Qinglong-Tang-Rezepte und sowas, ja. Mehr, wenn man jetzt an jeden spricht. Also das für das ganz Äußere Muster, würdest du seine Sachen mehr verstehen? Ja. Also was er hier hat, ist vor allen Dingen inneren. Ja? Ja? Nein? Okay. Siehst du, hier ist ja nichts zum... Alle diese Rezepte sind da. In diesem Rezept ist nichts drin für die Oberfläche irgendwie zu öffnen. Geht ja alles über Ausleiten, über nach unten. Ja, okay? Also. Sonst noch irgendwas? Okay. Dann schauen wir uns die mal kurz an. Oder habt ihr euch die Rezepte noch an? Noch ein bisschen in die Nacht gearbeitet. Ja, natürlich. Ich würde nichts anderes erwarten. Okay, also. Die Hauptgruppe hatten wir besprochen, ne? Okay, dann also. Wasserdistension nennt. Ja, okay. Das war also was? Hatten wir gesagt? Beste Ideen, die man nicht eindrücken kann, weil Substanz da ist. Also viel Wasser, ne? Hauptsächlich viel Wasser, ne? Und was müssen wir also noch zusätzlich machen? Was würdet ihr dann noch zusätzlich machen? Ja, also das, was wir gestern besprochen haben. Ja? Okay. Hier, das war ja hauptsächlich Wasser, ne? Im Vergleich zu Nummer 2, wo ja Qi-Stagnation dabei war, ne? Oder? Oder das Qi nicht aus, die Bewegung des Qis nicht ausreichte, um das, das zu bewegen. Ja, okay. Und beim ersten war das Wasser war zu stark, zu viel Wasser, um dem Qi zu erlauben, sozusagen das Wasser nach unten zu führen. Ne? Okay. Müssen wir also der Unterschied wäre bei den Wasserdistensionen, müssen wir hauptsächlich Wasser ausleiten, sekundär Qi bewegen, bei dem anderen müssen wir primär Qi bewegen und sekundär Wasser ausleiten. Versteht ihr? Das ist der Unterschied. Ja? Okay? Also, das sehen wir dann in dem. Wenn wir uns anschauen, was für Token er da rein gibt, Mutong, ja, oder? Mutong, Gafu-Pi, Niu-Shi, Chi-Tien-Zi und Yi-Yi-Ren. Ja? Das sind ja alles, also Mutong, Yi-Yi-Ren, Chi-Tien-Zi. Feuchtigkeitsausgleich, oder? Könnt ihr sehen? Okay. Niu-Shi ist ja auch. Führt nach unten, ist aber auch theoretisch, ne? Oder? Sie können also sagen, New Xi würde hier die Funktion von Dunkway unterstützen. Können Sie, ja? Ne? Das Blut nach unten führen. Und, ja. Bitte? Ja, erstmal noch hier bleiben. Ja, das Blut nach unten führen, aber auch, wie wir gestern gesagt haben, dass es in die Nieren kommt und dann auch das Wasser ausgeleitet werden kann. Ja? Okay, so, das ist das. Wenn es dann angekommen ist, dann habt ihr Chi-Tien-Zi, Yi-Yi-Ren, Mutong. Ja? Okay, habt ihr auch wieder eins, das mehr Mutong. Mutong. Ja. Von seiner Perspektive her haben wir Mutong, das bewegt noch ein bisschen mehr das Blut. Chi-Tien-Zi. Würde ich unterstützen Fuling und Baiju, aber Chi-Tien-Zi und Yi-Ren, die tun ja nicht nur Feuchtigkeit aus, entgiften, wie Yi-Ren,
Und die haben auch Bezug zu Lunge. Ja. Okay. Und dann das andere hätte ich eigentlich oben hinschreiben können, aber in allen drei Rezepten ist auch wieder Ingwer dabei. Mhm. Aus dem Grund, den wir gestern erwähnt haben. Ja, okay? Und den ganzen Poren auf, das Wasser muss ja sozusagen durch die Poren durchnimmt. Ja? Durch die. Okay. Das steht im ersten Teil des Cortex. Ja, Shenzhen Pi. Ne? Was ist da drin? Zwischen Cortex und. Cortex wird ja, also. Gestern hat er noch irgendwo gesagt, bei welcher Fall war das, wo wir sagten, die Pi, genau. beim Ding and Ren, bei dem Fall. Sondern Pi ist immer besser für Diurese. Ja? Okay, warum? Weil Pi, die Cortex, hat das mit den Lungen zu tun, also entsprechungsmagisch. Ja? Okay? Haben die Haut? Haut ist ja Lunge, oder? Ja? Also die Haut von den Pflanzen auf die Lunge. Und die Lunge bewegt das. Wisst ihr, ich meine? Ja? Okay? Ja. So gedacht. Okay. Ja. Okay. Das ist das. Wie hoch dosiert er dann ungefähr E-Ring? Der E-Ring tut er meistens höher dosieren. Der macht ja von den anderen meistens niedrigeren Dosen. Also zwischen. Meistens so die Hauptdrogen um 6 Gramm oder 6 bis 9 Gramm die Hauptdrogen. Ja? Okay? Also. Baiju 9 Gramm, Fuling 9 Gramm, Dankwei 6 Gramm oder so, ja, Tempi 3 Gramm, so ungefähr, ja, Hopo 3 Gramm würde der dosieren. Und dann Iren gibt er meistens mehr, 12 Gramm oder 15 Gramm oder je nachdem, manchmal auch 24 Gramm. Okay, dann bei diesem Hauptödem. Okay, jetzt, da habt ihr also, was hat er gerade? Welches Rezept könnt ihr da sehen? Und welches Rezept? Schelling Weizen. Es ist ja ein Rezept. Hat sogar einen Namen. Die Shanghai-Experten hier. Baishao und Chi-Shi ist doch ein Rezept, oder? Achso, ist ein eigenes Rezept sogar. Ohne Semisan. Ja, einfach nur, das ist ein eigenes Rezept. Bei den Proben. Also, Semisan kannst du sehen, kannst du sagen, ist wieder eine Kombination von verschiedenen Rezepten. Ja, okay? Aber. Schalchischetan, oder nicht? Ja, also, so. Ja, und wofür ist es? Nein, postportale. Ja, Name für abdominale Schmerzen, ne? Oder? Ja, okay. Jetzt also Gynäkologie, ne? Okay? So. Nehmen wir das für. Er nimmt hier Beischau, also er ist ein Endeching. Also für abdominale Schmerzen, aufgrund von Stagnation, ne? Okay. Aber Chango ist hier nicht drin, weil das Problem kommt ja nicht aus wegen Shaoyang-Stagnation, ja? Okay. Einfach nur im Abdomen die Prozesse fließen nicht. Wo? Von unseren Substanzen her wäre im Yin fließen die nicht. Ja. Okay. Plus Muxian. Also fördert sowohl die Bewegung von diesem Zung-Qi als auch von Yin-Qi. Damit sozusagen die Erde durchgängig ist. Ja. Okay, und dann Shengjian Dazhao, Shengjian für die selben Gründe, wie wir eben hatten, plus Dazhao für die Mitte zu stützen. Und eine Frage habe ich eben nicht beantwortet, warum der Rogue Way war, denn war in dem vorherigen Rezept, hast du gefragt. Ja. Okay. Warum?
Feuer? Das Mengenfeuer zu stärken, um. Du hast ja hier auch, du kannst es so denken, du hast hier viel, also eine Zahl, die er gerne macht, siehst du ja, der benutzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Proben, ja, okay? Der versucht immer, die Rezepte sehr ausgeglichen zu machen. Du hast hier viele kühlende Sachen drin. Du willst ja das Mingmen-Feuer, hat er uns ja gesagt, das Mingmen-Feuer ist wichtig, weil ohne das Mingmen-Feuer hast du keine transformativen Prozesse. Jetzt hast du aber da viele kühlende Token, die spezifisch wirken wollen unter der Wärme, in Blase und Niere. Ja? Okay? Das heißt also, du kühlst ja da. Ja? Und das würde ja dann deine Nieren-Yang oder die Entfaltung von Yang oder die transformativen Prozesse oder die Qi-Transformation in der Blase, wo wir darüber geredet haben, beeinträchtigen. Um dem vorzubeugen sozusagen. Weißt du, ich meine? Ja, okay? Um unten da zu wärmen, ist Roadway. Okay. Gibt das einen Sinn? Und bei dem nächsten Rezept, das ist ja nicht so kalt. Das geht ja hauptsächlich um Bewegung. Und da arbeitest du ja nicht im unteren Erwärmen, sondern nur im mittleren Erwärmen. Oder? Ja? Okay? Ist das klar? Okay. Das ist also hier kein Roadway. Und dann das letzte Rezept. Wo Qi-Stagnation auch zu Blutstagnation und dann zu Qi und Wasser schon zu Blutstagnation führen. Okay, da haben wir. Okay. Das kann sowohl die Folge sein als auch ein eigenes Muster. Du hast gestern eher als eigenes Muster, nicht das Folge vom. Ja, als eigenes Muster, aber ich rede jetzt über den Krankheitsprozess. Nicht als Folge davon. Also der Prozess ist nicht, dass sich aus dem ersten entwickelt, einen der beiden. Nee, das muss nicht sein, sondern es ist mehr. Aber wo ich jetzt gerade drüber geredet habe, ist der Krankheitsprozess. Weil wenn du die Token, also wenn immer du Blutstagnation hast, dann fehlt dir auch das Qi. Wenn das Qi nicht. Weißt du, was ich meine, ja? Okay? Aber jetzt nicht unbedingt das Qi-Edema, das hier rauskommt. Ich würde eher sagen, das ist eher. Hat was mit der. Die Enthese zu tun oder mit der, weiß ich meine, ja? Oder wo die Krankheit lokalisiert ist. Wenn du kannst auch wieder Verbindungen herstellen zu gestern diesem Organ, weiß ich nicht, wenn jemand, siehst du denn hier? Wir haben hier Togen Qingpi, Zichili, Mugua, das sind alles was für Probleme? Leber-Togen, ja, okay? Hier ist also ganz klar, weißt du, wo kommt das her? Von der Leber her, ja, okay? Die Leber kann nicht richtig. Hier ist es ganz klar das Leber-Qi, was nicht richtig bewegt. Ja? Und deshalb, weil die Leber eben Leber dafür da, dass das Blut richtig zirkuliert, und dann kommt es hier zu Blutstasis. Also nicht aus den Wasserdistension kommt diese, ja, okay, sondern hier ist es mehr das Leber-Qi. Ja? Bei dem anderen war es ja, kannst du sehen, bei dem Skin-Edema ist ja hauptsächlich das Qi der Mitte, was nicht richtig zirkuliert. Oder? Ja? Ist das klar? Okay, da kannst du also auch sagen, es sind andere Typen. Der eine ist mehr Mitte-Typ, ja, mehr mit Mittefeuchtigkeit, der andere ist mehr ein Leber-Typ. Ja, okay? Der eine kriegt mehr von der Schulmedizin wahrscheinlich mehr zu Zirrhosen, der andere hat irgendwelche Binnenprobleme. Der erste hat mehr vielleicht von der Schulmedizin Nierenprobleme. Ja, okay? Können wir folgen. Okay. Aber sagt jetzt nicht, dass. Was ich gesagt hätte, ist nicht für Schulmedizin. Ja. Okay, also, aber seht ihr hier, Qingpi, Zijili, Mugua. Das sind also ganz klar das Leber-Qi. Bewegend auf der einen Seite, aber gleichzeitig auch, warum ist Mugua das dann? Leber wegmachen. Ja. Nur wie Füße? Nee, das ist auf der einen Seite, Mugua ist ein bisschen sauer, ne? Aber gleichzeitig auch Feuchtigkeit, also sozusagen die physiologischen Flüssigkeiten halten und die pathologischen Flüssigkeiten ausleiten, ja? Dann ja, ja? Und ja. Der nimmt immer gerne, der nimmt Baijili für die Leber gerne, also das machen alle diese Ärzte aus dieser Gegend zu dieser Zeit, die nehmen sehr gerne, wenn ihr an Chaiwu denken würdet, dann nehmen wir gerne Baijili. Aber warum? Weil Baijili
wir denken ja oft am Balzen nicht nur so eine Windprobe. Ja, okay. Okay, dieser Windaspekt ist da oft drin, aber auf der anderen Seite ist diese Balzen nicht nur als eine Winddroge, sondern als eine leberregulierende Droge, weil es ein Samen ist, der ist ein bisschen feucht. Ja, okay. Auf der einen Seite hilft also der normalen Entfaltung des Leber-Chi, damit es nicht zu Wind kommt. Ja, okay. Also bringt praktisch die übermäßige Entfaltung von Leber-Chi, die zu Wind geworden ist, wieder in Ordnung, aber gleichzeitig fördert die die flüssige und weiche Bewegung von Leber-Chi. Ja, okay. So. Noch Fragen zum Hugo, wenn ich mir nur überlege, wenn ich was Befeuchtendes und Säftehaltendes brauche, würde ich Weichau nehmen. Warum nimmt er dann Hugo? Warum der hier Mugwa nimmt? Weil Mugwa, weil er kann es auch so, ich frage dich jetzt mal, warum hat er der, Entschuldigung, wenn ich mir die Fragen zurückdrehe, aber fang dir selber an zu denken, weil sonst hört er nicht zu und dann. Okay. Oder die ist nicht nur für dich die Frage, ja? Okay? Sondern für alle. Warum hat er bei der ersten Rezeptur, bei dem Rezept für Hautödeme, wo wir gesagt haben, das Problem ist ja in der Mitte, ne? Oder? Haben wir gedacht. Da hat er Weichhaut. Und hier in diesem Rezept, wo wir gesagt haben, mehr für die Leber, da haben wir Mugwa drin. Also was können wir davon ablesen? Dass Weichau über die Mitte auf die Leber wirkt. Weichau ist eine Mittendroge. Genau. Weil Weichau ist in ursprünglich eine Milzdroge, eine Leberdroge. Ja? Okay, du kannst auch sagen, es verhindert, dass die Leber auf die Mitte übergreift.